So, los geht's. Wenn ich in so einem Zentrum gewesen wäre, wäre ich sicher kein Bundesligaspieler geworden. Ach komm! Der ist gut, ey. Servus Leute, ich bin heute beim FC Augsburg zu Gast und der Top-Torjäger des FCA sitzt gerade neben mir, Florian Niederlechner. Servus. Servus. Hi. Schön, dass es geklappt hat. Logisch. Sag mal, wie fühlt es sich an, quasi der Cristiano Ronaldo der Bundesliga zu sein? Du hast ja genauso viele Scorerpunkte zurzeit in der Liga. Könnten noch ein paar mehr sein. Ich habe die letzten paar Spiele ein paar vergeigt, ein paar gute Chancen. Ich glaube, ich bin nicht zufrieden, wie der Saisonstart war, aber jetzt muss ich schon noch ein paar drauflegen auf alle Fälle. Gut, die Saison hat ja erst begonnen, ne? Da sind noch ein paar Spieltage. Trotzdem, wer ist so dein Vorbild? Ist Cristiano Ronaldo wirklich so die Kerbe, die du da einschlägst, oder ist es wieder ganz anders? Überhaupt nicht. Also, es sind immer die Diskussionen, Messi oder Cristiano. Da bin ich eher auf Messi-Seite oder komplett auf Messi-Seite, aber es war jetzt nie so mein Vorbild, ehrlich gesagt. Weil Vorbild. Wer war's dann? Wer war Vorbild? Gomez hatte ich ganz gern. Ich glaube, Basti Schweinsteiger war immer ein Vorbild, auch von seiner Persönlichkeit her. Ja, das sind so die. Schweini war es schon so. Drum auch 7,31 hat auch immer ein bisschen Hintergrund. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Jetzt hier beim FC Augsburg hast du die 7. In Heidenheim, glaube ich, war es die 31. Ja, ne? Genau, richtig. Du solltest dir an mir kein Vorbild nehmen, denn ich habe das letzte Mal wirklich versagt gegen Niklas Dorsch. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das gerne mal oben im i an. Das war wirklich zutiefst peinlich. Aber das muss diesmal ein bisschen besser gehen. Schauen wir. Ja, schauen wir mal. Ganz kurz die Regeln erklärt. Wer weiß mehr, heißt das Spiel. Der als erstes 3 Fehler hat, der ist raus. Ganz easy. Nein, lass dir einen Vorzug, weil es hat ja letztes Mal nicht so gut ausgeschaut anscheinend. Darum darfst du anfangen. Ich rate mal, Florian Niederlechner. Start. Ich hätte mich auch ja. gesagt. Keine Ahnung. Lewandowski. Mhm. Ja, wäre auch mein nächster gewesen. Dann würde ich sagen, Mario Götze, weil er jetzt einfach sehr oft vorne drin gespielt hat. Nein? Okay, dann ist es der erste. Mach weiter. Was sagst du? Player. Richtig. Paciencia. Aber da bin ich mir auch unsicher. Doch, Nehmer. Richtig. Boah, ja. Volland. Boah. Ja, das wäre mein nächster gewesen. Der ist gut, der jetzt. Paco Alcázar. Auch nicht. Ah, yes. Echt? Obwohl er so lange gespielt hat. Ja, hat er trotzdem 8 Spiele, glaube ich, in der Liga gemacht. Ne? Werner. Davy Selke. Nee. Spielt zu selten, ne? Ja. Pedersen spielt oft, darum würde ich Pedersen sagen. Okay, okay. So, aber jetzt muss ich aufpassen, sonst bin ich raus, ne? Ich gehe jetzt mal einen Risikotipp. Rashica. Von Werder. War zu lang verletzt. Nein! Rashica ist auch komm! Ja, okay. Dann habe ich verloren die erste Runde. Aber wir haben ja im Vorgespräch schon mal geklärt, wir kommen aus demselben Eck. Mhm. Aus Ebersberg. Du hast bis zur U19 beim TSV Ebersberg gespielt. Und da gibt es ja diesen Aussichtsturm direkt neben dem Sportplatz. Wir blenden mal ein Bild ein. Du hast ja wirklich Baumstämme als Beine. Wie schaut es aus? Wie oft musstest du da hochlaufen, um wirklich solche Baumstämme zu bekommen? Ehrlich gesagt, kein einziges Mal. Was? Nee, weil es, wo wir trainiert haben in Ebersberg, war ganz woanders da. Ach komm. Es war nicht oben im Waldsportpark, sondern unten am Volksfestplatz hat er geheißen. Darum bin ich da ehrlich gesagt kein einziges Mal hoch. Ja, und trotz alledem, U19, das war Kreisklasse, ne? Kreisliga. Kreisliga. Kreisliga zu dem Zeitpunkt. Hast du geglaubt, dass du es da noch zu den Profis schaffst? Nee, also es war ja dann, ich bin ja dann als 17-Jähriger zu Markt Schwaben gegangen, vorher in Ebersberg nur mal Kreisliga gespielt. Landesliga gespielt, dann habe ich es in die Bayernliga geschafft, da dachte ich mir, okay, kannst ein bisschen was nebenbei verdienen, hat Spaß gemacht, dachte mir, wow, okay, ist cool, Bayernliga war damals echt eigentlich richtig gut und dann kam der Manni Schwabl aus Unterhaching, die hatten, der Hauptsponsor ist abgesprungen und mussten auf Talente setzen aus der Region, habe ich Glück gehabt, wenn ich den Manni Schwabl nicht gehabt hätte. Manu Baum auch, der ehemalige Trainer von Augsburg, wollte mich dann als Trainer unbedingt holen und Heiko Herrlich. Ja, Glück gehabt, die Chance genutzt, an mir gearbeitet und ja, jetzt darf ich Bundesliga spielen. Aber wie bewertest du denn so die Entwicklung im Profifußball, dass du sagst, okay, früher haben ja wirklich alle eine Ausbildung gemacht oder zumindest die meisten, so vor 30, 40 Jahren, so, das war mehr oder weniger dein Weg. Und heutzutage ist es sehr untypisch, noch eine Ausbildung zu haben. Ist das eher positiv? Hoppala, gefangen, ja, gerade so. War gut. wie ist es denn, gerade so noch
es zu den Profis geschafft haben? Ist es eher ein Vorteil für dich, auch fürs weitere Leben? Oder sagst du, die Nachwuchsleistungszentren-Karriere ist eigentlich die lukrativere? Ich glaube, bei mir wäre es jetzt so gewesen, wenn ich in so einem Zentrum gewesen wäre, wäre ich sicher kein Bundesligaspieler geworden. Ich habe damals mich ein bisschen ausgelebt, bin öfters weggegangen. Es kommt da immer auf den Charakter von der Person drauf an. Wenn einer das will und er braucht es unbedingt, dass er diszipliniert ist, ist eher das Zentrum für ihn besser. Aber ich finde es gut, wenn es andere Leute gibt, die uns nicht von der Schiene so hoch schaffen, sondern die wo dann auch mal in der Regionalliga, Bayernliga spielen. Es gibt ja immer wieder ein paar, die es auch so schaffen. Ich glaube, ist man dann auch stolz, wenn man einer davon ist. Dann würde ich sagen, starten wir in die zweite Challenge rein. Oh Gott, wenn du jetzt quasi schon gewinnst, dann hast du das komplette Ding gewonnen. Ehrlich? Ja. Dann streng dich an. Ja, so, los geht's. Fällt dir einer ein? Mir fällt einer ein, ja. Den weißt du auch, oder? Mir fällt auch einer ein. Ja, komm, fang an. Niederlechner? Wer hat noch ein Eigentor geschossen? Hummels. Lichtsteiner. Aber jetzt bin ich raus. Jetzt hast du den FCA abgehackt. Ne? Ja, ich glaube, das war's, oder? So, Niklas Süle. Mokiele von Leipzig? Nee, auch nicht. Okay, warte mal. Du hast zwei falsch, ich habe einen falsch. Nee, ich habe eins falsch. Verdammt. Okay, das war ein Versuch wert. Dann ist es Akanji. Boom! Ich sag Stark. Ich würde Sakadu sagen. Falsch. Verdammt! Na, Rekik. Komm, hau einen Tipp raus. Einer von Bremen noch. Das hilft mir überhaupt nicht. Ein etwas älterer Spieler von Bremen. Ach komm. Soll ich helfen? Soll ich dir einen anderen Tipp geben? Ja, komm. Ein Türke. Ach so, ja gut, das war ja sogar letzter Spieltag, ne? Mhm. Was vorletzter Spieltag ist, war auf jeden Fall, es war sein Comeback. Auf jeden Fall. So nett bin ich, gell? Ömer Toprak. Das war auch sehr gütig. Das war sehr gütig, ne? Das stimmt schon. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Versuch's. Nee, da lachen sie mir alle aus. Ach komm. Weißt du, wie viele Namen ich schon falsch ausgesprochen habe? Ich probiere mal Düsseldorf-Zimmermann. Nein? Ah. Die Sache ist ja, beim FC Augsburg läuft es gerade nicht so wirklich gut. Platz 15, Abstiegskampf ist eher angesagt. Ich habe ein Bild vor Augen von dir. Das war in Gladbach, da standest du an der Eckfahne, hast da auf die Fans gehört. Was geht da einem Spieler durch den Kopf? Ich habe jetzt nicht richtig auf die Fans gehört. Bin einfach so ein bisschen in mir gegangen, weil es echt ein Katastrophenspiel war. Schlechte Leistung von uns und ja, viel geht eigentlich nicht durch den Kopf. Einfach nur schon ein bisschen Leere auch, weil es echt... Ja, hat sich auf alle Fälle nicht gut angefühlt, wenn du da so eine mitkriegst. Jetzt ist es natürlich so, der FC Augsburg steht sehr defensiv, beziehungsweise steht auch in der Liga sehr weit unten. Du auf der anderen Seite bist der Top-Torjäger, für dich läuft es ja vergleichsweise gut, da haben wir ja schon am Anfang drüber gesprochen. Wie gehst du, ganz generell gesagt, jetzt mal mit diesem mentalen Druck um, da auf dem Rasen zu stehen? Mittlerweile ist ehrlich gesagt nicht mehr so wild, habe zum Glück schon einige Spiele machen können, also eher Spaß. Also klar, ich weiß nur gegen Frankfurt, wo ich eine Riesenchance nach 20 Sekunden vergeben habe, die ist dann schon noch ein bisschen im Kopf und ist schon schwer auszublenden. Aber wie ist es dann auf dem Feld, wenn du weißt, wow, das wäre jetzt die 1-0-Führung gewesen, zittern da die Knie, was geht da in einem vor sich? Ja, du denkst dir dann schon ein paar Sekunden oder Minute oder so mal drüber nach, wenn ich das Tor gemacht hätte, das wäre es 1-0 gewesen, wichtiges Spiel für uns, wir müssen unbedingt gewinnen. Es bleibt dann einfach ein bisschen hängen, aber zum Glück konnte ich dann gegen Frankfurt ziemlich schnell dann noch ein Tor machen und dann war es auch schon rum. Aber klar, es ist schon im Kopf und ich glaube, das ist auch schon bei vielen Spielern, glaube ich, so. Dann versuche ich jetzt nochmal den Bogen zu spannen. Kriege ich eine Revanche? Weil rein theoretisch hast du ja gewonnen. Klar, wir können auch doppelt oder nicht spielen. Oder nicht. Ja. Das hat schon letztes Mal super bei Niklas Dorsch funktioniert, ja. Patienz, ja. Ja. Ja, richtig. Niederlechner. Ebenfalls richtig. Ja. Lewandowski. Ja, klar. Gnabry. Jo. Echt jetzt? Ja, klar. Mhm. Der haut immer drauf. Dribbelt in die Mitte, zack, Abschluss. Ich war jetzt gerade beim Werner, nur dass wir okay, da ein Häkchen Simon machen. Werner ist aber richtig. Waldschmidt, Luca Waldschmidt. Thuram. Thuram ist nicht dabei. Boom! Echt jetzt? Mhm. Ibisevic. Nee. Natürlich.
Also ebenfalls nicht dabei. Volland. Ja. Volland ist dabei. Wout Weghorst. Richtig. Ja. Ich weiß jetzt nicht, Hennings, der so oft aufs Tor schießt, viele Elfer gemacht. Das wär halt schon ein richtig fettes Risiko. Dann hättest du schon 2x. Hennings. Verdammt. Richtig. Du hättest ihn sonst nominiert. Ja, genau. Burgstaller. Ja. Ja, ich sag Alcacer, aber ich glaube auch nicht. Hoffenheim ist noch, haben wir noch keine. Stimmt, ein Belfodil. Ist der verletzt? Ich glaub, ein Spiel habe ich noch gemacht. Ach, verdammt. Ja, da habe ich ihn auf die falsche. Aber jetzt muss ich treffen, gell? Ja, genau. So. Ich würde jetzt sagen, wenn der Spiel fiel, Player. Vollkommen richtig. Ja, komm, dann nehme ich jetzt Petersen. Nee, der ist nicht dabei. Petersen ist nicht dabei. Ja. Funktioniert. Du hast mich wirklich. Das funktioniert. 3-0. Heimspiel hier in Augsburg. Schwierig, ja. Schwierig für dich, muss ich ja dazu sagen. Ihr seht schon, wir müssen uns da wahrscheinlich was Neues einfallen lassen. Gegen Jojo habe ich noch gewonnen und seitdem habe ich halt wirklich das Pech am Fuß, ne, kleben. Ich schieße halt immer nur Pfostentreffer und ich danke dir trotzdem, obwohl du mich so fertig gemacht hast. Ne? Ich habe dir ja nur echt Tipps gegeben, muss man dazu sagen. Ja, oder? Zum Beispiel Nils Petersen. Ja, Nils Petersen hast mir als Tipp gegeben. Ja, aber das hätte richtig sein können. Ja. Also, wenn ihr noch weiter die Videos schauen wollt, hier ist von Wums Jogi Löw Rap-Song. Macht es gut, ciao, schön, dass ihr da wart.